Was ich sehr mag, das sind die Weisheiten, die Indianerweisheiten zum Beispiel. Wenn man sich mit diesem Volk beschäftigt oder befasst hat, dann lässt einen nicht mal los. Nicht nur, sagen wir mal, dass ich beruflich damit in Verbindung kam, es geht, glaube ich, auch vielen anderen Menschen so, die über die Indianer was erfahren haben, dass sie irgendwie dabei dranbleiben müssen. Wenn ich zum Beispiel eine sagen darf, es ist mir immer eingefallen, die Aussage eines Apachenkriegers, der sagte, behüte mich, über jemanden zu urteilen, ehe ich nicht mindestens eine Meile in seinen Mokassins gelaufen bin. Gojko Mitic. Mokassins gehören zu seiner Berufskleidung seit 40 Jahren. Tokai Ito, weitspähender Falke, weiße Feder. Mit 12 DEFA-Hauptrollen wurde er zum gefeierten Star der DDR. Bis heute bleibt der Berliner Schauspieler seiner Rolle treu, als Winnetou, der Karl-May-Spieler in Bad Segeberg. Mich haben diese Menschen immer interessiert, seit Kindheit her. Und ich habe verschiedene Häuptlinge auch gespielt. Und mein Wunsch ist auch, das Land zu bereisen, die Stämme, verschiedene Stämme zu besuchen, verschiedene Orte, die den Indianern vielleicht heilig sind, zu sehen persönlich. Vielleicht ist das anders, als ich es mir vorstelle. Als indianischer Held ritt er durch zahllose Wildwestkulissen. Jetzt reist er zum ersten Mal in das Land der Prärie-Indianer. Für ihn das i-Tüpfelchen seiner Karriere. Ich werde keine Indianer dort vorfinden, die in welcher Tipis leben oder zur Büffeljagd gehen und auf ihren Pferden reiten. Sicher nicht. Ich weiß, dass die Indianer ihre manche Tradition pflegen, dass sie sich bei Powwow treffen. Aber sie ziehen ihre Kostüme an, nur bei bestimmten Anlässen, sonst gehen sie genauso wie wir. Vielleicht irgendwo ein kleines Zeichen, ein Hut oder ein Feder dran oder sowas, was verrät. Oder man sieht die Gesichter und dann merkt man, dass eben nicht die Weißen sind, sondern die Ureinwohner.